Ja. Moin, ja, wir haben heute hier auf der Rock den Ring-Veranstaltung ein ganz neues, ein echt cooles amerikanisches Auto. Ich möchte sagen, es ist ein Coupé, es ist ein Zweisitzer und ihr seid wirklich eine der Ersten, die den Test jetzt sehen werden. Wir gucken ihn uns an, den neuen Ami. So, wir sind jetzt hier mit dem Hans Uli. Du hast uns hier einen Amerikaner mitgebracht. Wahnsinn, wie alt ist das Auto? Das ist 103-jährig. 103 Jahre alt ist das Auto, ja. Und Reichweite? Reichweite 90 Kilometer. 90 Kilometer, müssen wir mal überlegen. Ein Smart heutzutage schafft auch nicht viel mehr. Ja, und früher haben sie 130 Kilometer gefahren. Der Weltrekord wurde gefahren mit 320 Kilometer. 320 Kilometer, das genau. Hört sich nach einem Laudelei an. Ja, erzähl uns mal ein bisschen was. Batterien sind vorne und hinten verstaut oder wie Batterien ist das? Batterien haben wir vorne und hinten. Wir haben früher ursprünglich, wow, waren es 12 6 Volt Batterien. Jetzt habe ich 12 6 Volt und jetzt habe ich, nein, noch einmal. Das waren 12 6 Volt, jetzt habe ich 6 12 Volt. So rum. Ja. Wahnsinn. Yep. Ja, jede Menge Platz noch. Und hinten wäre noch was das Gleiche. Genau. Das Fahrzeug wurde von großen Persönlichkeiten gefahren. Also nicht dieses, aber Detroit Electric. Ja. Und das Beste an der Geschichte ist, dass vom Verwaltungsrat von Ford, mhm, drei Mitglieder Detroit Electric gefahren sind. Ach, hör auf. Selbst die Ford-Mitbegründer. Ja, wenn du sonst mal eben reinguckst, das sind Platz vier Personen tatsächlich? Vier Personen, ja. Und du sitzt auch gegen die Fahrtrichtung dann? Die Schwiegermutter. Ah. Der Schwiegermutter sitzt. Die Schwiegermutter. Ja. Ich sitze da auf der rechten Seite, linken Seite, also wieder rein. Genau. Setz mich hier hin. Darfst du Platz nehmen da? Jetzt habe ich da ein Lenkhorn, das nehme ich runter. Okay. Dann habe ich den Gashebel. Ja. Und dann kann ich damit stoßen nach links, mit ziehen nach rechts. Ah, okay. Und da habe ich das Gas, vier Stufen. Okay, du musst tatsächlich, also, okay. Wozu hast du die Pedale? Das sind die Bremsen. Die Pedale, das ist jetzt die Feststellbremse. Ja. Wenn ich jetzt da drücke und, ja, meinen Hebel etwas zurücknehme, löst sich das Ganze. Ah, guck mal an. Und jetzt habe ich bereits Schub. Okay. Also da bremse ich normal auf der Fahrt. Ja. Feststellbremse, wenn ich vor Ort bin, drücken. Ja. Das ist die Hoppe. Oh Mensch, das ist ja, also wirklich, also ich bin absolut begeistert von diesem Detroit Electric hier. Also ich muss ehrlich sagen, hammermäßig, ehrlich jetzt. Ich finde es super, dass du hier bist, ey. Ja, danke. Bist natürlich aus der Schweiz mit dem Auflieger gekommen, ne? Genau, also, mit dem Anhänger, ja. Genau. Ja. Aber du nimmst mit so einem Fahrzeug aber auch noch an Vergleichsfahrten teil, auch, oder? Ja, auch Treffen, also wo immer ein Treffen stattfindet. Ich finde es einfach wichtig, dass die Leute nicht denken, Musk hat den Elektrowagen erfunden, ja, sondern eben, dass der halt schon fast 180 Jahre alt ist. Ja, Wahnsinn. Also vor 180, ja, Jahren wurde in Aberdeen der erste Elektrowagen gebaut. Vor 180? 1835, ja. Wow, ja. 1835. Und der Stern ist erst 50 Jahre später aufgegangen. Ja, genau. Ich finde es klasse hier. Ja, willst du eine Runde fahren? Wollen wir eine Runde fahren? Wir fahren mal eine Runde. Also, du hast hier unten, bist du mit der Hacke gerade auf einem Pedal, damit schaltest du den Rückwärtsgang ein. Genau, dann wird es einfach umgedreht, ja. Okay. Okay, hast du ein Getriebe hier drin, grundsätzlich? Nee. Also wirklich nur einmal vorwärts, einmal rückwärts, oder? Nein, nicht mehr. Rückwärtsgang geht nicht rein, ne? Ja. Obwohl, eben waren wir schon mal drin, ne? Jetzt. Okay.
Es ist schon. Also die Rundumsicht ist hier gut. Also vom Fahrzeug, ich sag mal von der Karosserie her, ist das ja hier eigentlich eine Kutsche, richtig? Richtig. So wurde sie auch gebaut. Und die geschwungenen Scheiben, das war eine Sensation und ist auch heute noch eine Sensation, weil es sehr schwierig ist. Oh, wir waren, sind Sie bis durchs Wasser gefahren? Tschüss. Das haben Sie mir dazu gebaut. Komm ich nicht mehr durch, ne? Wo ist denn das? Hier, eine andere. Also da ist ein Knopf. Kriegen wir den? Ja, der Kegel. Also, wendig bist du auch noch. Ja, wie sind denn die technischen Daten? Specs, Infotainment-System und... ja, vor allem die Klimaanlage hinter dir, die ist hervorragend. Diese hier, oder? Ah. Hier ist die Klimaanlage. Genau, hinter vorne kannst du das Fenster hoch. Wie bei einem Samba-Bulli, ne? Also genau. Ja. Ah, hier, wa? Ja. Servus! Servus, morgen! Und Stefan, was sagst du zur Beschleunigung? Es ist schon brachial. Na, wenn ich drauf gehe, was ist die Höchstgeschwindigkeit, genau? 30 km/h, was für eine Kutsche aber damals ja schon eine ordentliche Geschwindigkeit war. Geht ja, erschrecken Sie sich auch gleich. Ja, also, das ist schon Automobilgeschichte, ne? Die du hier bewegst, im Alltag. Und das Lustige ist einfach, dass eben Mrs. Duck, also die Oma Duck, ja, genau, klar. Ja, Oma Duck hat so einen gehabt, ne? Genau. Also, für die von euch, die Walt Disney und Donald und so weiter kennen, Oma Duck hat tatsächlich einen Detroit Electric gefahren. Ich heute auch mal live. Ich danke dir, mein Lieber. Bitte. Super schön. Und dich mal kennenzulernen, das ist so schon ein Highlight. Eigentlich in der Hotellobby bei einem Bier. Und dann sind wir über das Gespräch drüber gekommen. Bitte, genau. Womit bist du hier? Also, ganz tolle Geschichte, tolles Auto. Und ja, besten Dank, mein Lieber. Wir uns wieder mal. Wenn ihr ein Treffen wisst, komme ich sicher mal vorbei. Sehr gerne, sehr gerne. Wir werden dich informieren. Okay. Ich danke dir. Also, tschüss. Tschüss.